Der scheiß Enderman ist weg. Deine Ausdrucksweise. Küsst du mit diesem Mund deine Mama? Ja, der ist nicht weg. Das bedeutet ja. Außerdem, meine Aussprache ist zivilisierter als deine. Das ist gelogen. Nö. Das haben wir. Och nee, da ist ja noch mehr. Phantom Liquid Face, Phantom Energy Face. Wow, ich hab da ein paar Quests vergessen. Das ist mir aber auch schon passiert. Dann machen wir erst einmal das hier. Aha! Und weh, ich hab da. Nee, hab ich nichts vergessen. So, das war glaube so, das so und das so. Ja. War ich damit fertig? Scheint so. Hä? Warte mal. Irgendwie. So, dann gebe ich meine Ach, jetzt. Einzige Sache der Quest auch heute ab. Tada, mehr habe ich nicht. Vor allem noch, was ich gerade hergestellt habe, war eine Sawmill. Wieso hast du die nicht einfach abgebaut? Weil das die erweitert ist, die du nur mit der French abbauen kannst. Die hinten also, wieder so viel schönen Scheiß braucht. Multiblock Structure. Und die letzte Maschine. Ach, cool. Wie hattest du gedacht, dass wir die Mobs klatschen? Ach so, Spikes, stimmt. Das, da kümmere ich mich dann auch gleich drum, ne? Genau. Ja, weil ich habe die Quest, nämlich einen Mob-Zerhäcksler soll ich bauen. Heißt der wörtlich übersetzt. Ja, dann. Ob du den vielleicht mal ausprobieren willst, Saum. Können wir dann gerne mal so ausprobieren, klar, warum nicht? Ich hab Kupferring jetzt gekriegt, leck mich am Hintern, ey. Ja, den kann ich ganz schnell bauen, der ist nicht schwer. Fertige Maschinen waren hier drin, da hau ich das erste Mal mit rein. Verschwindet der Kack auch wieder? Nö. Wir das? Zweimal das? Plaster! Wo bist du? In Seftech hast du mich aufgeregt. Hier liebe ich dich. Nicht, aber egal. Das da. Ich will jetzt ein Musikstück komponieren. Ja, das Lied heißt M. Die da brauche ich. Ich müsste erstmal Sticks craften. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir das. ich habe flüssiges Fleisch. Ja. Was ist zum Kochen? Du musst sowieso mal gucken. Hier, du hast da auch wieder was abgegeben. Diamanten. Und Liquid Meat Can. Ja genau, flüssiges Fleisch. Hier, ich werfe ihn einfach zu. Ja, ich versuche das erste Mal, ja, oder gleich erstmal mit deiner Maschine, weil die wird wieder Strom brauchen. Irgendwie braucht ihr alles Strom. Ja, das ist aber auch irgendwie Standard. Ob dieser Standard gut ist, ist die andere Frage. So. So, okay, jetzt wird das nämlich ausgeleuchtet hier oben in der Mobfarm. Das ist gut. Das kann man dann mit dem Hebel ausschalten.
jetzt kommen die wunderschönen Fans dazu. Und der eine. Warum kriegt der eine. Hä? Was ist denn jetzt da falsch? Ah, okay, ich weiß warum. Oh, bitte sagen mir, Ike hat das schon. Was? Also nicht Enchanted, sondern Enhanted. Galagor. Ne, Galgadorian Metal. Also das aus Seftig, was wir immer Galagor genannt haben. Nö, das hab ich nicht. Ihr macht dich den Rotz nochmal. Vier da. Bin raus. Oh wow. das wird shit, dann muss ich das oben lang legen. Also muss ich das doch erstmal ausmachen. Fackel setzen. Mein Magnetring ist noch unten drin, kann das sein? Ja. Ja. Sag mal, jetzt lass mich hier oben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht mal, was du vorhast zu machen. Ach, nicht. Ich schau gerade einfach so die Quest durch. Also, Titte geht so nicht. Das ist schade. Haben wir zwei Bücher? Ja. Zweite Kiste oben links. Oder? Da machen wir eins dahin, eins dahin, eins da und eins da. Dann einmal hier hochbauen. Hier? Hier. Ich glaube, ich habe dir die falsche Maschine gebaut. Mob Crusher, Mob Slidey Factory. Range, was? Accept Range at Max Tier 5, Accept Adult Filter. Fortune Add-on. Oh, ja. Genau. Und was willst du davon haben? Ey, wir können auswählen zwischen Drop of Evil und Range Add-on. Drop of Evil Hammer. Den können wir ganz leicht farben im Nähen da. Dann nimm das Range Add-on. Okay. Das werde ich dann später auch nehmen. Ich glaube, das gebe ich dir gleich. Das ist ja dafür wahrscheinlich. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, das hier hinten wird zugemacht. Dann kommt hier der Weg hoch. So, einmal so. Machen wir das jetzt erstmal provisorisch hier. Oder auch nicht. So, die Lampen werden zwar angesteuert.
So. Jetzt brauchen die hier hinten noch ein Signal. Das kommt dann hier hin. Und dank. Also es wird ja auch wieder so bescheiden schön gemacht hier. Ist wie komisch das ist? Die ersten Blöcke baust du ab, die hörst du noch. Und dann die nächste Reihe hörst du auf immer gar nicht mehr. Ja, weil der Sound Dingsbums da im Weg ist, oder? Das hab ich. Das haben wir anschalten. Es wird nur der letzte. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da kommt der hin, das und die sind alle an. Ja. Nice, nice. Ich finde das auch irritierend, wie der Elevator aus ist. Fünf. So, hier oben. Hier hinten noch schnell dicht machen. So. Da. Und da. Oh Gott, ich muss die Dinger erstmal ausschalten, so. Der Mob Crusher war das. Der war falsch umgesetzt. Da war er weg. Da ist er wieder. Der braucht Strom. Yep. So eine Kacke. Aber soll nicht stören. Denn ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht weiß, wie ich das regeln kann. Das da. Würdest du nicht sagen, du warst heute schon mehrmals ratlos? Nö. Show Range. Ei. Ja. Das heißt, ich kann hier die Energieleitung langziehen. Wie weit sind wir? Bei 14 Minuten erst. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ach Gott, geht ja noch. Da lassen wir das einmal da. 1, 2. 1, 2.
So. Hier oben lang. Jetzt bauen wir hier ganz kurz dicht. Troop of Evil haben wir da. Licht aus. Licht aus. Licht aus. hat super funktioniert, oder? Das müsste normalerweise aus sein. Ich glaube nicht, dass das aus ist. Ach nee. Jetzt ist es jetzt aus. Jetzt ist aus. Kannst du mal den Hebel kurz umlegen? Ist aus. Genau. An. Aber Spawn tut nichts. Bitte? Ich habe da was gehört. Wow! Das spawnt und ist sofort tot. Ja, das ist denn seine Range durch das Upgrade. Wir können das eigentlich auch rausnehmen. Aber der ist halt noch nicht optimiert. Und hier hinten sind zum Beispiel, da machst du dann die, warte mal, wieso sind die jetzt noch... Jetzt sind sie aus, jetzt sind sie an. Aus. Andererseits, wieso crasht er gerade nicht? Weil der das nicht drin hat. Und die sollen anbleiben, die Teile da hinten. Ja, aber dann... Nee. Das ist doch... ja auch immer. Ach, das ist doch nicht so wild. Ja, gut, andererseits, warum sollen die da hinten anbleiben, wäre so die Frage. Der quatscht doch eh alles, was spawnt. Lass es erstmal. Weil das sind noch die Items, die werden... zum Beispiel... Oh, warte mal, der sammelt die ein, die Items. Genau, die sind einfach nur überflüssig. Können wir mal probieren, es wirklich ohne Lüfter kurz laufen zu lassen, wenn es funktioniert? Können wir machen. Well. Jetzt hast du sie. So, ich muss sowieso noch mal hier unten ran. Und zwar... Vor allem dein Vakuum-Dingsbums ist ein bisschen überflüssig gerade. Weil die Maschine das alles einsammelt. Der ist ja noch nicht damit verbunden, da du... jetzt habe ich wieder Jay die ganze Zeit im Weg. So. Warum? Machen wir das halt anders. Was, Enderman spawnt da auch? Ja. Oh, geil, brauche ich nie wieder Enderman holen. Hat sogar eine gedroppt. Wow. Ja, wir können ja noch weitere Upgrades reinhauen, zum Beispiel Luck-Upgrades und alles. Ja, würde ich auch machen. Warum nicht? Hab ich die? Die habe ich hier, gut. So. Dann machen wir das so. Oh.
Vor allem, ich habe auch noch mein Range-Upgrade, was ich hier mit reinballern kann. Ja gut, aber das brauchen wir ja range-mäßig nicht. Ne, ich baue jetzt hinten noch ein bisschen weiter. Also, gebrauchen könnt was, denke ich mal schon. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier anschalten. F7. Ja, gut. Oh, ich habe es endlich geschafft. Ich habe meine Fick-Quest, die ich über 1,5 Wochen lang hatte, endlich zu Ende gemacht. Oh, Mann. Und so. Und das Lustige ist, ich habe jetzt das Licht an. Es spawnt einfach nichts mehr da oben. So können wir die jederzeit deaktivieren. Erweitert der sich eigentlich automatisch, der Drop of Evil? Ja, sieht man ja hier. Oder hier hinten bei der letzten. Ja, da kannst du das Rage Upgrade gerne noch reinhauen. Mach ich auch. Quest kurz, also gut, bei 21 Minuten wird Zeit zum Ausmachen hier. Das war's, glaube ich. Ja. Range. Wow, man kann nur eins reinhauen. Okay. Dann sind das andere wirklich. Ich hab keine Level mehr. Warte mal. Was ist das denn hier? Essenz. Stand doch drin, irgendwas mit einer Essenz. Und was kann man damit machen? Ach, das brauche ich wieder unten beim AFAB. Alter. Ich habe nicht Alter gesagt. Klang so. Nee, ich habe gestöhnt. Weil du denkst, du willst das wieder automatisieren, oder warum? Das mache ich nicht. Das fällt aus. Aber ich mache das so, dass du hier ran kannst jederzeit. Wobei... ich bin full. Gib. Was kann er nebenbei arbeiten? Wenn ich jetzt da oben eine Leitung lang lege. Könnten wir, du hast die Essenz da hinten, okay. Da geht's nicht, da geht's auch nicht, dann müssen wir die Essenz da wirklich lang laufen lassen. Schade, schade. Wie gesagt, muss es wirklich überhaupt automatisiert werden? Ich weiß nicht, wie häufig wir die verwenden. Ja, und das nächste Ding ist, hier drüber befinden sich die Immersive-Maschinen. Das ist das nächste Problem. Obwohl, ganz ehrlich, wir haben doch den ganzen. Such, jetzt habe ich Kakao eingesammelt. Wir haben doch den ganzen Raum hier oben noch. Dann bauen wir halt weitere Maschinen woanders hin. Lass mich mal machen. Okay.
Kakaobohnen kommen erst einmal alle da rein. Ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist doch. Darko. Ich bräuchte eine Transfer Node Fluid. Schon wieder. Eine oder wie viele? Eine. Okay. 3, 4, 5, 6. Bin ja mittlerweile geübt da drin. Und bitte nicht hier hochkommen. Nein, nicht hochkommen. Wir haben keine Decke mehr. Doch, gleich haben wir wieder eine. Ups. Ich mach die hier wieder zu. Ich baue meinen XP-Tank woanders hin. Weil ich hier ja den Platz für die Leitung dann brauche. So. Ich muss mir von dir gleich noch wieder 4 Leitungen holen. Da hinten ist er. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Danke. Kann man nämlich das schon noch mal hier langlegen. Das geht dann. Ach, sehr schön. Passt wie die Faust aufs Auge. So. Jetzt müssen wir gucken. Das muss normalerweise. Das. Lol, das geht direkt unter der Maschine lang. Also hier, no, bin ich echt gut und die Folge geht schon zu lang. Ich mach erstmal einen Cut.